Was ziehe ich denn heute an? So, wie viele Möglichkeiten kann ich mir jetzt daraus basteln? Also ich habe zwei Hosen, fünf Shirts und drei Pullover. Also kann ich die beiden Hosen mit jedem T-Shirt kombinieren. Also 2 mal 5. Und das dann alles nochmal mit den drei Pullovern. Also nehme ich die Anzahl der Möglichkeiten, die Hose und die Shirts zu kombinieren. Nochmal mal 3 wegen den Pullovern. Damit komme ich dann auf 2 mal 5 mal 3. Also habe ich 30 verschiedene Möglichkeiten. Och nee, das ist mir jetzt zu anstrengend, ey. Marcel Davis, 1 und 1. Ja, was ist los? Wo bist du? Was ist los? Bitte helfen Sie mir. Ich bin hier in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Nee, Spaß beiseite. Alter, mir fällt der Code für mein Schloss nicht mehr ein. Tja, da musst du ja nur so um die 10.000 Möglichkeiten ausprobieren, oder? Was? 10.000 Möglichkeiten? Boah, ich kann doch nicht schon wieder zu spät kommen. Naja, du musst halt bedenken, du hast 4 Stellen, die jeweils die Zahlen 0 bis 9 belegen können. Also hast du pro Stelle 10 verschiedene Zahlen. Heißt, du rechnest einfach 10 hoch 4. 10.000 oder halt ganz simpel alle Zahlen von 0 bis 9.999. Okay, warte mal, warte mal. Oh, ich hab's hingekriegt. Bruder muss los, sehen uns gleich. Okay. Fuck, Mann, das ist nicht mein Stick. Oh, der Typ, den ich vorhin angerempelt hatte. Und der muss bestimmt mein Stick haben. Dimitri, die Militärdrohne. Marc, bist du da? Ich habe ein kleines Problem. Ich werde gerade von einer Militärdrohne verfolgt. Kannst du da was machen? Wäre super nett. Dankeschön. Da kann ich da was machen. Warte kurz, ich habe bitte deine Koordinaten. Okay, ich hab sie, okay. Warte kurz, ich versuche mich reinzuhängen. Okay, scheiße, das Programm braucht die Anzahl der möglichen Passwörter. Okay, das müssten N-Fakultät durch N-K-Fakultät sein, also ungefähr 1,114 mal 10 hoch 20 oder so. Okay. Okay, oh, ich bin drin. Okay, und abschalten. Danke, Marc. Bist ein Schatz. Jetzt habe ich dich. So, jetzt Mathe. Also, die Aufgabe war. Genau, in einer Urne befinden sich 5 verschiedenfarbige Kugeln. Es sollen 3 Kugeln mit zurücklegen und ohne Betrachtung der Reihenfolge gezogen werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es? Guck mal im Tafelwerk. Ist es denn im Grunde nicht n plus k minus 1 über k?
Ja, genau. Und N sind dann die Anzahl der Kugeln, also 5. Und wir ziehen 3 Kugeln, also muss K theoretisch auch 5 sein. Ja, genau. Also ist das 5 plus 3 minus 1 über 3. Und das sind, ich rechne es mal aus. Das sind 35. 35, genau. So, also hier sind jetzt 3 Bananen und 2 Kiwis. Wie viele Möglichkeiten gibt es jetzt, in welcher Reihenfolge ich die essen könnte? Zehn Möglichkeiten. Alter, hast du irgendwie Langeweile? Das war doch nicht mal Aufgabe. Na, ich übe doch nur für den Mathe-Test nächste Woche. Ah, stimmt. So, ich habe 4 verschiedene Obstsorten, aber von jeder nur eine. Wie viele verschiedene Reihenfolgen gibt es jetzt, dass ich diese essen kann? Ach ja, N-Fakultät. Also 4 mal 3 mal 2 mal 1. Also 24 Möglichkeiten. Also, der Kader besteht aus 30 Mann. Aber wir können nur eine Mannschaft aus 11 Spielern auf den Platz schicken. Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es jetzt, eine Mannschaft zu kreieren? Das dürfte, wenn ich mich recht erinnere, n über k sein, also 30 über 11. Warte, lass mich kurz rechnen, also 54.627.300. Ja. Okay. Boah, nee, keinen Bock mehr. Ich gucke mir ein Erklärvideo an. Kennt ihr das Problem, wenn ihr nächste Woche Montag einen Mathe-Test schreibt über ein Thema, was ihr schon in der 10. Klasse nicht verstanden habt, und zwar Kombinatorik? Dann zeigen wir euch in dem Video, wie ihr einfach easy 15 Punkte bekommt. Erstmal ist als Grundlage zu klären, was n und k ist, weil n und k in jeder Formel vorkommen. Dabei ist n die gesamte Menge, die betrachtet wird, und k die Auswahl, die aus der Menge getroffen wird. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, ist auch okay, am Beispiel ist es immer einfacher zu verstehen. Die Kombinatorik unterteilt sich in 3 Bereiche. Die Permutation, die Variation und die Kombination. Wir beginnen mit der Permutation. Bei der Permutation betrachtet man die ganze Menge. Dabei ist die Reihenfolge relevant, weil würde man die Reihenfolge nicht beachten, gäbe es nur eine Möglichkeit. Außerdem darf man die Wiederholung nicht vergessen. Es gibt entweder mit oder ohne Wiederholung. Bei ohne Wiederholung rechnet man N-Fakultät. Also in dem Beispiel, wo wir die 4 verschiedenen Obstsorten hatten, also Banane, Apfel, Kiwi oder Orange, 4 Fakultät wegen den 4 Obstsorten. Dabei kannst du aber auch 4 mal 3 mal 2 mal 1 rechnen, also haben wir 24 mögliche Reihenfolgen, das Obst zu verspeisen. Jetzt kommen wir zur Permutation mit Wiederholung. Dabei rechnet man N-Fakultät durch M1-Fakultät mal M2-Fakultät und so weiter. In unserem Beispiel hatten wir 3 Bananen und 2 Kiwis, also ist N-Fakultät 5 wegen 3 plus 2. Da und M1-Fakultät sind die 3 Bananen und M2-Fakultät die 2 Kiwis. Also rechnen wir 5 Fakultät durch M1-Fakultät, in dem Fall die 3 Bananen-Fakultät, mal M2-Fakultät, in dem Fall die 2 Kiwis, und kommen auf 10 mögliche Reihenfolgen, das Obst zu verspeisen. Bei der Permutation hat man immer nur die gesamte Grundmenge n betrachtet. Trifft man aber aus dieser Grundmenge nun eine Auswahl, k, spricht man von einer Stichprobe. Wenn man die Reihenfolge dabei nicht beachtet, spricht man von einer Kombination. Da muss man aber auch wieder berücksichtigen, dass es die Kombination mit Wiederholung und die Kombination ohne Wiederholung gibt. Ein Beispiel für die Kombination mit Wiederholung wäre, als David und ich die Mathe-Hausaufgabe gelöst haben. Dort befanden sich in einer Urne 5 verschiedenfarbige Kugeln und aus dieser Urne zieht man 3 Kugeln nacheinander und legt die gezogene Kugel jeweils wieder zurück. In dem Fall rechnet man n plus k minus 1 über k, also 5, weil sich 5 verschiedene Kugeln in der Urne befinden, also 5 ist n, plus k, die Auswahl, die getroffen wird, man zieht ganze 3 Mal aus dieser Urne, minus 1 über k, also wieder 3. Macht letztendlich, wenn man es zusammenrechnet, 7 über 3. Die Frage ist jetzt, wie gibt man das in unseren Taschenrechner ein? Das macht man folgendermaßen, man tippt erst die 7 ein und dann mit dem Befehl Shift und geteilt durch entsteht dann ein NCR, was das gleiche bedeutet wie über,
Und dann geben wir unser K, die 3, ein. Und wenn wir das ausrechnen, kommt 35 raus. Also gibt es 35 verschiedene Möglichkeiten, die Kugeln miteinander zu kombinieren. Wenn man die Kombination jedoch ohne Wiederholung betrachtet, ist die Formel noch viel einfacher, nämlich einfach nur n über k. Als Beispiel hatten wir da, als David und ich uns bei FIFA ein Team zusammengestellt hatten. Der Kader war 30 Mann groß, also n, die Gesamtmenge 30. Aber wir konnten nur eine Mannschaft aus 11 Spielern bilden, also die Auswahl k 11. Das geben wir wie gerade eben in den Taschenrechner ein, 30 über 11, und kommen dann auf 54.627.300 verschiedene Möglichkeiten, die Mannschaft aufzustellen. Wenn man nun bei einer Stichprobe die Reihenfolge beachtet, spricht man von einer Variation. Dabei unterscheidet man wieder in mit Wiederholung und ohne Wiederholung. Bei keiner Wiederholung hatten wir das Beispiel, dass Marc die Militärdrohne hackt, die Felix töten wollte. Das Passwort der Militärdrohne hatte 26 Buchstaben zur Auswahl, jedoch waren davon nur 16 im Passwort enthalten. Dann rechnet man N-Fakultät durch in Klammern N-K-Fakultät, also 26 Fakultät durch in Klammern 26-16 Fakultät. Also 26 Fakultät durch 10 Fakultät. Dies entspricht dann 1,111 mal 10 hoch 20 verschiedenen möglichen Passwörtern. Bei einer Variation mit Wiederholung hatten wir das Beispiel vom Zahlenschloss, wo man pro Stelle 10 verschiedene Ziffern einstellen konnte, also alle Ziffern von 0 bis 9, und man 4 verschiedene Stellen hatte. Um nun die verschiedenen Möglichkeiten auszurechnen, rechnet man n hoch k, also 10 hoch 4, und das ergibt dann 10.000 verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe, unser Film hat euch gefallen und ihr schreibt im nächsten Test 15 Punkte. See ya und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute! Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to blow me down. Taxi. Da! Das ist viel zu weit vorne. Nein, das so, ist ja, doch, weit doch, vorne. Doch, doch, sieht man. Das ist gut. Okay. Und? Da gibt's so eine Fight-Szene. Clap, easy club, easy club, easy club. Du musst, brauchst nur 10.000 Möglichkeiten. Hier. Mein Fuß juckt. Trittpartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Marcel Davis, 1-1. Ready. Danke, Marc. Bist ein Schatz. Cut, cut, cut. Wie geht's Ihnen so, wenn man verfolgt wird? Also, Darcy Marvis von 2 und 2 fühlt sich dabei sehr gut. Falsches Passagier. Hallo. Hallo. Special Guest hier in der Filmaufnahme. Cut. Einfach so ein Bild fotografiert von dir. Geht es so? Sieht man das? What the fuck ist mit dieser Kamera? Der guckt sich doch mal an hier. Ja, so ist es. Sieht man mich komplett auf die Hände. Ja, das ist nach da. Ich schieße nach da. Hey, zeig doch mal da. Ja, da zeig. Ja, die kann. Zeig doch mal da. Ja, so ist es. Okay. Nein. Ja, doch, ein bisschen. Man muss doch nicht so. David, wieder der Kameraprofi. Ja, der kann's nicht. Kannst du so lesen, ohne zu weit nach unten zu gucken? Okay. San? Zuerst müssen wir aber erstmal N und K klären. Dabei ist N die gesamte Menge, die betrachtet wird. Und K. Dabei ist die Reihenfolge nicht gewöhnt.
Aber ist die Reihenfolge irrelevant. Nein, die Reihenfolge ist nicht irrelevant. Deswegen. Als nächstes mit Wiederholung. Dabei rechnen. Was hast du da hingeschrieben? Okay, kann ich jederzeit anfangen? Sei mal leise und schmatze. Scheiße, wir. Damit macht ihr dann nur am nächsten Test Easy Clap 15 Punkte. Easy Clap. Kriegt das Schloss nicht auf. Jetzt, okay, wir müssen es nochmal machen. Ich habe das Schloss nicht aufbekommen. Okay, okay, warte mal, warte mal. Schon wieder verschissen. Was war der Code?